Naja. Bestimmt ist ja ein Verein. Wenn ich jeden Monat Zwangsbeiträge einnehmen kann, würde ich auch dann groß hier. Ach, Entschuldigung, so eine Packung hätte ich. Darf ich Sie mal ansprechen? Was wir zu sagen haben, sendet ihr sowieso nicht. Wollen wir wetten? Ja, so seht ihr schon aus. Mein Name ist Hilpert, ich bin beim ZDF in Brandenburg. Ich frage mal ganz einfach, warum Sie hier sind. Wir sind von zu Hause. Warum? Warum? Da sendet ihr doch sowieso nicht, was ich zu sagen habe. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Warten wir nicht mehr. Ihr wartet doch nicht auf eine einzigen Friedensmahnwache. Wie bitte? Ihr wartet doch nicht auf eine einzigen Friedensmahnwache. Auf welcher Friedensmahnwache hier in Cottbus? Nicht in Cottbus, generell. Auf keiner. In ganz Deutschland nicht. Und da gibt es mittlerweile über 120. Na, ich weiß nicht. Wir haben 16 Landesstudios, ziemlich viele Redakteure. Aber sagen Sie mir doch, warum Sie hier sind heute. Ja, weil ich vom Frieden bin. Die Regierung sagt... Die Presse liegt, haben Sie es gehört? Ihr macht das, was euch vorgegeben wird. Ihr recherchiert nicht nach. Ich bin eigentlich hier, um zu recherchieren. Nein, Sie recherchieren nicht nach. Okay. Ja? Wir haben am Freitag einen Politbarometer. Ich habe letztens eine Ansprache von Merkel gesehen vor der UNO. Da waren 3 Flaggen hinter ihr. Ja. Die deutsche, die französische und die blaue. Die europäische? Ja. Das ist ja nichts Verwerfliches. Aber die französische und die deutsche Flagge hatten Franzen. Das macht mir Angst. Goldene Franzen. Sie wissen nicht, was das ist, weil sie nicht recherchieren. Okay. Das heißt besetzt, das heißt verwaltet. Selbst die USA hat goldene Franzen. Es gibt nur noch 6, 7 souveräne Staaten auf diesem Globus. Okay, das ist Ihre Meinung. Das ist nicht meine Meinung, das ist so. Ich habe doch gesehen, was im Fernsehen mit den Franzen. Ich bin eigentlich hier, weil wir am Freitag einen Politbarometer haben, wo es neue Umfragewerte gibt, auch zur AfD. Die war doch eh geschönt, das Politbarometer war doch eh geschönt. Das ist Ihre Meinung. Na, Sie sehen doch, was hier ist. Wer ist denn noch für Merkel? Was schätzen, wie viele Leute sind das? Ich schätze, dass wir 3.000 sein bis 5.000. 3.000 bis 5.000? Schätze ich, ja. Wer schätzt mehr? 6.000. 6.000 Leute? Ja. Okay, das sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Vielleicht verraten Sie mir noch, mein Name ist Britta Hilpert. Ja. Bei uns im ZDF werden die Leute insertiert, nicht namenlos gelassen. Wollen Sie Ihren Namen nennen? Frank Askuben. Askuben? Ja. Okay. Wie bitte? Die werden eh wieder kleinreden. Na klar. Nicht? Ist so. Also Sie sagen, hier sind 6.000 heute Abend? Auf keinen Fall, sind 2.000 werden es sein. Das ist realistisch, denke ich mal. 2.000? Ja, denke ich mal, könnten es sein. 2.000 etwa. Und was glauben Sie, wie werden... Wir sind das Volk! 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 Gibt euch doch nicht zu denken. Das sind alles Rechte. Alles Rechte hier. Das ist das Volk. Das ist jetzt Ironie. Das ist jetzt Ironie bei Ihnen. Wissen Sie, ich will Ihnen nur mal eins sagen. Die Liebe zum Vaterland, die dürfen wir nicht mehr zeigen. Und dagegen wehren wir uns. Es ist so. Ich glaube, Sie zeigen sie doch, aber Sie zeigen sie doch heute Abend, ja, also auf Ihre Weise. Jeder Franzose zeigt das, jeder Spanier, jeder Pole zeigt das. Nur wir dürfen es nicht. Aber Sie zeigen es doch heute Abend auf Ihre Weise. Morgen und übermorgen und immer. Aber Sie zeigen es doch. Und wir wollen nicht mit 100.000 Muslimen zusammenleben, das wollen wir nicht. Das wird uns aufgezwungen, aber wir wollen es nicht. Was ist eigentlich aus dem Euro-Thema der AfD geworden? Das ist momentan ein Randthema, sicherlich. Durch die ganze Krise, durch das ganze Chaos der Flüchtlinge, vermute ich mal. Nicht? Das ist wichtiger momentan. Und das ich bin gar nicht gegen den Euro, das ist mir gar nicht, das ist gar nicht mein Thema. Okay. Aber dieses Asylchaos kotzt mich tierisch an und die ganzen Menschen hier auch. Und das muss irgendwie in ordentliche Bahnen gelenkt werden. Und das wäre wichtig. Und wenn das in ordentliche Bahnen gelenkt würde, wären Sie dann... auch die Einwanderung, aber nach kanadischem Vorbild. Zum Beispiel. Der Tropf ist gelutscht. Ich sage nur eins, in Sachsen sind 24.000 Flüchtlinge untergetaucht, verschwunden. Ja, genau. Nur Sachsen. Woher wissen Sie das? Weil ich das weiß, ich habe Kunden in Sachsen. Sie wissen das, aber haben Sie es recherchiert? Also ich denke mal, meine Kunden in Sachsen, die wissen, was sie sagen. Okay. Wer sind denn Ihre Kunden? Die informiert sind. Wer sind denn Ihre Kunden? Ich beliefere die Gastronomie zum Beispiel. Okay. Aber darf ich... Entschuldigung. Wisst ihr, wie viele 24.000 Mann sind? Das ist eine Armee. Okay. Können Sie mir noch Ihren Namen sagen? Weil wie gesagt, bei uns ist das Sitte, dass wir den Namen nennen, die Leute nicht... Wenn Sie wollen. Nee, mache ich lieber nicht. Okay, alles klar. Ich bedanke mich erstmal, die Herren. Wir sind das Volk! 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 Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wir sind das Volk! 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 Auf die Straße, reißt euch ein! 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 Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Thank you. sieht so putzig aus mit dem Lampion. Mein Name ist Hilpert, ich bin vom ZDF hier in Brandenburg. Wollen Sie mir verraten, warum Sie heute hier sind, ob es zum ersten Mal ist? Nein, ich bin nicht zum ersten Mal. Was soll das? Lügenpresse! Lügenpresse! Können Sie das bitte lassen? Ich mache hier noch meine Arbeit, bitte. Ist okay. Wir wollen die Dame befragen. Das machen wir. Ganz gut. Ganz gut. Darf ich Sie befragen oder nicht? Nein, es hat keinen Zweck, danke. Ich hätte gerne Ihre Meinung gewusst, tut mir leid. Sagen, entschuldigen Sie mir bitte, wir machen hier nur unsere Arbeit. Wir machen hier nur unsere Arbeit. Lass das mal bitte, Martin. Martin, lass das mal. Sind Sie Ordner oder was machen Sie? Ihr habt uns vor 2 Wochen Asyl eingenommen. Weg ja! Was machen Sie denn da? Nein, gehen Sie rein, ja. Wollen Sie mich hier angreifen, oder? Lügenpresse! Bringt mal die Wahrheit! Kamera, die Leute jetzt hier weg! Du Assis! Verpiss dich! Geht da auch jetzt hin! Scheiß Kamera! Hey, hab ich nicht mitgekriegt. Der Mann auf mein Mikrofon. Ich verwende das Wort gar nicht gerne Lügenpresse, aber Sie brauchen sich nicht wundern darüber. Es geht nur in eine Richtung. Asylbewerber, alle Jugendliche, alle böse Leute. Das geht doch nicht. Wollen Sie mir Ihre Meinung nochmal sagen? Ins Mikrofon? Aber nicht mit Namen. Weil dann ist man ja gleich mit den Linksfaschisten ja gleich wieder angesagt mit Namen. Das will ich nicht. Sie brauchen Ihren Namen nicht nennen. Es ist ein Zeichen von Respekt, dass wir den Namen fragen. Das ist alles. Das geht in eine Richtung. Ich frage jetzt jemand anders. Gut. Guten Tag, mein Name ist Britta Hilpert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich würde gerne eine Dame befragen, bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Nein, okay. Guten Tag, mein Name ist Hilpert, ich bin vom ZDF. Nein, okay. Wir fragen weiter. Guten Tag, mein Name ist Hilpert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne mal eine Dame befragen. Bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wäre es möglich, dass eine von Ihnen mit mir spricht? Nein? Okay, alles klar, danke. Mal hier. Guten Tag, mein Name ist Hilpert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne eine Dame mal auf der Demonstration befragen. Bis jetzt haben nur Herren mit mir gesprochen. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Ich glaube nicht, oder? Nee? Gar keine Antwort. Okay, nee, möchte sie nicht. Gut, wir gehen weiter. Merkel muss weg! Die Merkel muss weg! Das Merkel muss weg! Das Merkel muss weg! Das Merkel muss weg! 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 In der Mitte von der Demo heute nicht. Auf die Straße! Ein und ein! Auf die Straße! Ein und ein! Auf die Straße! Geht gerade schlecht. Sehr schlecht. Aber